Null! Hey, ho, Leute, willkommen zu... Was? Null? Was? Warum null? Null! Hoppla! Null! Jetzt kommt zurück zu Kingdom Hearts 2. Part 0 von Pocahontas. Genau. Was? Nein. Null! Wir gehen jetzt da rein. Oh, dann halt das Land der Drachen. Das Land der Drachen. Ich muss Y. Also Drachen ziemlich leicht gemacht, oder? Na, ist cooler, ist Otto dabei. Oh, schon wieder sogar die deutsche Sprache. Das ist sogar mit Otto. Ja, oh mein Gott, ja. Der Böse. Ja, der sieht auch so aus. Er lächelt. Und da ist Grünmann. Das ist Shanyu, Anführer der Hundenarmee. Komm, Kleine, das ist deine große Chance. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Famulat besiegt Staatsfeind Nummer 1. Du wirst berühmt, glaub mir. Mushu klingt ja nicht schlecht. Aber erst muss ich der Armee beitreten. Ich muss für meinen Vater einspringen, um die Ehre der Familie Fa zu bewahren. Hoffentlich merkt keiner den Schwindel. Du hast bloß Bammel. Gib's doch zu. Du etwa nicht? Ich glaube, das ist nicht Otto. Ja, ich glaube, wir können die Welt abbrechen. Ja, ja. Notiert sich nicht mehr. Kommt, den schnappen wir uns. Vielleicht sollten wir erst genau hingucken, bevor wir verprügeln wir. Ein draufhauen. Einfach draufhauen. Der hat eine Scheiße raus. Jetzt voll drauf. Ist das Mushu? Ich weiß, mein Ruf eilt mir voraus. Klein, aber oho. Und letzter ist in Großbuchstaben. Zischt ab, bevor ich meinen Drachenzorn entfache und euch alle mache. Hey Mushu, hast du uns vergessen? Vergessen werde ich mich gleich. Haut ab, oder ihr seid... Ihr seid... Sora, Donald, Goofy. Oh nein, wir sollten das schnell weggucken. Wir haben einem Haufen Schurken Feuer unter den Hintern gemacht. Ja, ich habe den Jungs oft aus der Patsche geholfen, denn ich bin ein mächtiger Drache. Stimmt's? So ähnlich. Und, wer bist du? Ich bin Mulan. Nein, ich meine... Ping! Boja, Ping! Nur Ping. Ich bin Ping, Sohn von Fasu. Ihr zwei seid Freunde? Mushu ist einer unserer Familienwächter. Wir wussten nicht, dass wir uns jemand so wichtigen wie einen Familienwächter ausleihen. Aber das habt ihr. Tja, und damit hat der gute Ping hier eine Menge gut bei euch. Aber wisst ihr was, Kinder? Jetzt könnt ihr euch revanchieren. Mushu. Die Stimme trotzdem nicht schlecht. Wir sehen das doch genauso, was? Klingt fair. Wisst ihr, Ping ist gerade drauf und dran, der kaiserlichen Armee beizutreten. Die Stimme ist tatsächlich ziemlich gut. Das Lager zu den anderen Rekruten. Nicht so gut wie Otto, aber... Kommt ihr mit? Ich fall nicht ganz so auf, wenn ihr drei auch dabei seid. Nein, er fällt überhaupt nicht auf. Was willst du mit auffallen? Ach so. Auffallen? Oh, ja. Du gibst dich als Junge aus, nicht wahr? Ha! Goofy ist clever. Du bist ein Mädchen? Ja, sieht man überhaupt nicht. Ihr habt das nicht gemerkt? Ich nicht. Hey, es könnte klappen. Nein. Das ist noch vor dem Film, oder? Also was während des Films. Hey. Während des Films. Oh. Das ist absolut nicht loregemäß. Doch, genau so war es im Film auch. Ich erinnere mich, als wirklich Goofy so ankam. Donald und Goofy da waren. Und Goofy der Clevere von denen war. Und Goofy der Clevere von denen war. Wir sollten nicht vor... jetzt gucken, bevor wir angreifen. Das ist eine Frau, oder? Ey, auch Goofy hat mal seine hellen Momente. Okay. Will ich... Ist Goofy draußen? Goofy ist draußen. Du möchtest Donald haben, weil Donald hat die gute Heilung. Ich will Donald nicht dabei haben. Dann nimm halt Donald nicht mit und stirb. Ich glaube, ist am Anfang sowieso egal. Das ist später wichtiger. Donald nervt! Hast du nicht Donald ausgewechselt? Nee, du hast ihn zu der reingewechselt. Was ist denn das? Okay. Ach, ein Shop. Das ist der Dings-Shop. Oh, das ist ja der Kupo oder der Kisten.
Ich wollte gerade sagen, wir haben hier drei Kisten. Vielleicht findest du sie. Diesen Fels war Muschels Schatten. Wirklich? Gesehen. Ja, das war drei Sekunden her. Was? Ich weiß nicht, warum wir jetzt nochmal die Magieleiste lernen. Haben wir irgendwas Neues gelernt? Ich weiß es nicht. Ich will nicht in die Einstellung, ich will die Items. Und... Es sind nicht die Items, die ich suche. Dann möchtest du in die Truhe. Wo ist die Truhe? Gott, ja, da darf ich rein. Ja, ja, Marv, ich sehe es absolut, ja. Ja, definitiv. Luigi's Mansion 2, der Mond. Ja, ja, ich sehe es absolut. Jetzt auch noch ein Filzersplitter, das ist noch ein Sieht aber alles so aus. Nur der leuchtet auch noch so böse. Ja, ich sehe es absolut. Sieht schon sehr ähnlich aus. Ich speichere mir mal direkt. Du kannst sie auch gleich abgeben, die Items. Also die Materialien. Hier. Ja. Du gehst da rein, gehst auf Itemherstellung. Achso, dann schmeißt du das Zeug raus, oder? Dann schmeißt du das Ding da rein und dann ist gut. Ah, okay. Du kannst auch mal bei Kaufen gucken, was du kaufen kannst. Ich kann auch mal bei Kaufen gucken. Weil du kannst nämlich Sachen kaufen. Erhöht die Abwehrkraft ein wenig. Aber die Feuerkraft ein wenig. Eis, Blitz, Dunkel, nein, nicht Dunkel. Alles Mögliche. Nicht alles gut, Mögliche, oder? Außer Dunkel. Eine Portion, ein Zelt. Jo. Okay. Ich will wahrscheinlich nichts davon. Erstmal. Das weiß ich nicht. Du davon nichts willst. Weil das Item, was ich gerade habe. Was macht das nochmal? Das ist so komische. Ja, genau. Das macht genau das, was das andere auch macht. Außer, dass es keine Verteilung gibt. Oh, wirklich? Das ist jetzt nicht aufgepasst. Na, siehst du, deswegen bin ich auch nicht da. Nicht vergessen, Mädchen. Männlich. Männlich! Frauen, habe ich recht? So gehen Männer nicht. Hä? Ich gehe immer so. Du drückst das deinen Schritt zusammen. Hey, nicht vordrängeln. Ja. Siehst du, oder? Ist nicht besonders gut im Kämpfen, oder? Ich glaube, Sora wurde einfach ein bisschen überrumpelt gerade. Was es wohl heute zum Mittag gibt? Na, das ist der Dicke. Jetzt reicht's. Okay, und wieso wundert sich jetzt niemand, dass da eine Ente rumspringt und spricht? Googelt zu viel mit drauf ein? Was? Googelt die zu viel weiter mit da drauf? Ja, Männer müssen prügeln. Was für ein Mädchen? Sofort aufhören! Womit soll ich aufhören? Du hast mich geschlagen! Mit Vortragau! Ihr Wichte! Wen nennst du hier ein Wicht, du Bohnenstange? Ich bin ein waschechter Wächterdrache! Hat niemand gesehen. Jetzt wieder anstellen, ja? Auf wessen Seite stehst du? Ich hab grad Prügel bezogen. Willst du noch mehr? Soldaten, Disziplin in der Reihe! Ach ja, das waren ein Haufen Idioten, oder? Das war's. Ja. Das waren alles Idioten. Was war das denn? Wer sind die Herzlose? Ach ja? Sind die jetzt abgehauen? Hoffentlich bist du bereit. Sah so aus. Das Gimmick der Welt ist eine Moralleiste. Wenn die auf 0 sinkt, heißt es Game Over. Die Gegner lassen Moralkugeln fallen, damit steigt die Moralleiste wieder. Ist also die Vorbereitung, war der komische Kampf da. Dieses Lied mit dem Schwert. Kann man so sehen, ja. Habe ich tatsächlich nie dran gedacht. Das ist übrigens ein tolles Gimmick, weil an dem gehe ich ab und zu mal Game Over. Weil du nicht drüber nachdenkst. Achso, das geht nicht. Was ist das für ein Ding? Das sind asiatische Herzlose. Sieht man doch. Ja klar, die haben Hut auf und so.
Ihr drei, nennt mir eure Namen. Ich weiß nicht mehr, wer von uns wer war. Also ich war nicht Sora. Du warst nicht Sora? Nee. Aber du warst Donald. Ich war Donald. War ich auch mal Goofy? Ich glaube, keine Ahnung. Sora! Ja. Donald? Donald! Ich kann die gute Donald-Stimme. Ach, die gute Donald-Stimme. Ich weiß nicht, wie geht die Stimme? Ich weiß nicht, wie man. Goofy spricht nicht so. Doch, tut er. Willkommen in meiner Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Ach. Das ist eine sehr feminine männliche Stimme, das bist du. Kann ich meine normale nehmen? Ich bin das so von Fasu. Du solltest besser nach Hause gehen. Geh doch selber nach Hause. Ah, aber! Das würde meine Familie entehren. Du würdest also lieber meine Einheit entehren? Ja. Dieser Dickkopf von einem Hauptmann. Bagger! Wenn Ping hart trainiert und sein Bestes gibt. Also ich hoffe, er hat während des Kampfs mehr Ping als vorher. Wird er nun stärker werden? Gebt uns einfach eine Aufgabe. Wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Ja. Ihr wollt also, dass ich euch auf die Probe stelle? Unsere Befehle lauten Shanju's Armee auf ihrem Weg hierher abzufangen. Oh, ich schwöre, den spricht man genau so aus. Ja? Jetzt ein Glas Shanju's. Geil. Ich hätte lieber Jesus Juice. Sie sollten eigentlich über den Tung Shao Pass kommen. Werden sie alle machen? Ich dachte, da steht lieber, werden sie alle niedermachen oder so. Einfach nur alle. Klar. Das bezweifle ich. Ihr vier seid die Vorhut, kundschaftet den Pass für meine Einheit aus. Das ist alles kein Problem. Nicht wahr? Das ist sicher. Männlich! Sicher! Lauter ist männlicher. Richtig. Die Details lasse ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt daran, die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawohl. Ja, männlich. Ja. Die Karte gefunden. Okay, wir sprechen ihn sofort an und gehen sofort zur ersten Aufgabe. Oder du haust ihm aufs Maul. Sora ist leider nicht in der Lage, ihn aufs Maul zu hauen. Den kann man echt nicht verfehlen. Okay, wir gehen los. Seid ihr bereit für eine neue Aufgabe? Eine Aufgabe? Überhaupt eine Aufgabe? Seid ihr überhaupt bereit? Nö, sowas schon wieder. Ja. Das hält sich aber danach in Grenzen, glaube ich. Ich glaube, danach gibt es nichts mehr so. Oder gibt es noch mal was? Marvin will wieder sowas in die Kommentare schreiben, wie Domi vergisst gerade was. Nein, ich vergesse nichts, ich habe einfach keine Ahnung. Wir müssen alle drei machen. Keine Angst, wir müssen alle drei machen. Sieh zu, dass die Moralleiste nicht auf Null sinkt. Was war das? Ich sehe nicht. War ein Feuerwerkskörper. Siehst du sie nicht? Ja, ich sehe den. Danke. Treffe ich nicht. Weil die im Boden sind. Gott, ich hasse Donald im Kampf. Was soll das? Alles klar. Ist aber auch nur dieses alles klar. Alles andere ist voll okay. Ach, da ist es. Ne, eins hat er noch. Was denn? Hat er nicht noch was anderes gehabt? Ist auch so alles klar? Ja. Ha! Aber das ist okay. Das habt ihr ganz passabel erledigt. Das ist ja passabel.
Gib dir gleich ein paar Säbel. Aber bleibt wachsam. Das ist erst der Anfang. Ich bin dafür. Du machst jetzt mal unten in der Leiste. Ah, ja. Und drive. Also, du musst einmal nach links. Und dann kannst du nach unten. Ah, ne, kannst du gerade nicht, weil du. Ja, okay. Dann geht's nicht. Ah. Dann geht das nicht. Weil das wahrscheinlich nicht so nicht geht. Sag mal, die Moralleiste. Warum ist sie so niedrig? Die steigt ja, wenn du Kugeln aufhebst. Du musst nur die coolen Kugeln aufheben. Hier, die steigt nicht viel weit. Boah, mehr Angriffskraft. Was bist du? Mein schlimmster Albtraum. Wie weicht man aus? Wie weicht man aus? Kann vorbeilaufen. Ja, ja. Donald weicht anscheinend gar nicht aus. Ist er gestorben? Nee, aber der war gerade. Hilfe! Nee. Wirklich, wie das Moral-Feature ist toll, oder? Ja. Was ist das denn gewesen? Feuer ist um dich herum, Eis schießt du, Blitz schießt du. Ich muss es aus. Ach. Bumm! Das Eis ist so langweilig. Keine Angst, es gibt noch. Das squattet sich noch ab. Hat der gerade Hilfe geschrien? Nein, 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 nein. Das ist jetzt schon eingebildet. Das würde bedeuten, dass Donald auf die Fresse gekriegt hätte. Du kommst in dem Kampfsystem auch noch irgendwann zurecht. Ich glaube an dich. Ich verstehe einfach nicht, wie man da ausweichen soll, Angriffe. Weil es gibt da keinen Ausweichbutton. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es. Gab es eine Rolle? Oder war das eine Fähigkeit? Du hast in der zweiten Aufgabe wunderbar geschafft. Mach die dritte. Ja, was auch immer. Da oben ist ein Puzzleteil. Ja. Ich bin gerade die Buttons durchgegangen, um zu gucken, ob er. Was macht, außer angreifen. Aber nie. Komm ich da rüber? Ich komm da nicht rüber. Ein falscher, ganz unmöglich. Versuch mal in der Luft einen Schlag zu machen, wenn du ja, darüber springst. Nein. Das klappt nicht. Wirklich, wir haben es getestet, das klappt nicht. Ich finde übrigens super cool, dass das Spiel es gemacht hat, dass man hier nicht landen kann. Okay. Aber natürlich kannst du dich hochziehen. Ich kann mich hochziehen. Da ist noch eins, komm ich auch nicht hoch, oder? Nee, da brauchst du. Das dauert noch ein bisschen länger, bis du da drin kommst. Schön, 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 schön. Gib mir die Aufgabe. Guck mal, ich kann Drive aktivieren. Also nicht. Steht unten rechts. Max. Ja, rechts steht, dass du es hast. Also, dass die Leiste voll ist. Ja. Oh nein, das sind verborgene Gegner. Oh ja, das ist die absolut schlimmste Aufgabe. Ah, das beruhigt mich. Noch nehmen wir Wetten an. Wie oft wird diese Aufgabe machen dürfen? Einmal, ich mach das jetzt der First Try. Gut, 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 das beruhigt mich. Da muss ich nämlich keine Zeit aufschreiben. Ja, dieser. Sind noch Gegner hier weiter überhaupt? Oben rechts in oben links in der Ecke steht's. Oh ja. Ja, doch da! Fucking Vogel da, Alter. Kein Vogel, das ist ein Herzloser. Was ist das da? Ja, genau. Und schau, es tatsächlich. Ist er ja, first try. Sag ich doch. Kann man nicht. Manchmal tauchen die auch einfach nicht auf. Ja, genau. Ersten. Einfach nur schlecht, ne?
Ja, ja, ja. Ja, genau das habe ich von euch erwartet. Ja. Nun, auf euch wartet immer noch ein. Wart noch immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut! Der drückt uns alle seine Arbeit ab, oder? Der drückt all seine Arbeit von uns ab. Oh mein Gott, mehr AP. Haben wir eigentlich mehr AP? Mittlerweile habe ich mal mehr Abilities oder so. Wahrscheinlich schon. Das habt ihr gut gemacht. Ich wusste es. Ich wusste es. Hauptmann! Sehr gut, der Synchronsprecher. Ich nehme an, du hast Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge! Der Donut war okay. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Bitte gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Was hast du denn verkackt? Nichts. Ich habe keine Ahnung. Komm zu mir, wenn es losgehen kann. Denk daran, das mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein. Aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut! Ja, ja, ja. Jawohl! Jawohl! Ja, 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 ja. Aufgabe hin, Aufgabe her, ist wichtig. Eure Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbeschadet passieren kann. Ihr seid quasi Kanonenfutter. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. Jetzt können wir Kisten sammeln. Kisten sammeln wir die? Nicht hier, oder? Nein, hier ist nicht ein einziger. Ich muss da lang, denke ich. Ja. Was ist da passiert? Sora kann nicht klettern. Also an Baumstämme und sowas hochklettern ist. Nein, das sind Feuerwerkskörper. Ja. Die machen Bumm! Kiste. Eine Kiste. Kisten. Gegner. Aber jetzt habe ich es gesehen. Die Gegner leuchten auch noch grün. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Bei den anderen. Die Dreieck-Taste damals. Und auf den Gegnern ist ein Dreieck. Nein, das ist kein Dreieck. Doch, geh mal an die Kiste und öffne sie nicht sofort. Okay, mach erstmal die Gegner kaputt. Und danach öffne ich die Kiste nicht sofort. Oh, okay. Ja, da ist ein Dreieck, das weiß ich. Ne? Da ist ein Dreieck dran. Und die Taste war halt auch immer ein Dreieck. Was es halt ja, super einfach gemacht hat, daran zu denken, sag ich mal. Dass und die Taste war grün, das heißt, das Spiel hat dir quasi gesagt, ey yo, das ist grün. Das war einer. Du drückst Dreieck, dann drückst du eine grüne Taste. Die Taste ist aber nicht grün. Dreieck-Taste ist grün. Und das Dreieck auf der grünen Taste ist grün. Bumm! Bumm! Bumm? Bumm. Kein Bumm. Ist egal, wo ich hingehe, oder? Ja, du kannst doch da hoch. Oh. Oh nein, da sind etwa die Gegner. Das ist vor allem, die ein Vogel. Jesus Juice. Nee, Juice irgendwas. Irgendein anderer Juice was. Da ist Y, hä? Achso, das war für die Wand. Weil, hau doch nicht auf die Wand! Ganz so, da bist du dumm? Machen wir es jetzt. Okay, und noch eine Wand. Okay. Genau, okay, macht er noch. Oh ja. Yeah. Kiste. Wir ignorieren die Kisten hier. Warum? Okay, ich ignoriere die Kisten nicht. Kannst du bestimmt später noch irgendwann sammeln. Nein, kann ich nicht. Sammeln wir die Kisten gleich ein. Dann hol aber auch alle, damit ich nicht nochmal zurückkommen muss. Du wirst mir sagen, es ist eine dumme Idee wegen Zeitdruck und so. Das habe ich nicht gesagt. Hol die auch immer gleich. Hat
Donald mich gerade geheilt? Ja. Das ist der Grund, warum du Donald mitnimmst, statt Goofy. Sind dann Goofy ein Damage-Dealer oder so? Ja. Nein, ein Schild, oder? Heißt er? Ja. Wir müssen eh nochmal zurück. Da oben ist so ein Ding. Ja, später. Puzzleteil, wie Banjo. Alles zu seiner Zeit. Kann ich mal alles gleich überstürzen. Ich sehe das immer viel zu spät, dass es grün aufleuchtet. Ich sehe es, dachte mir auch Y drücken und dann 3 drücken, meine ich. Also Y. Oh, und dann ist es schon vorbei. Was soll ich hier nochmal machen? Ja. Ach, nicht du! Ich tue dir aber nicht ausweichen kann. Also einfach drauf. Du musst einfach Stun docken und dann ist gut. Wahrscheinlich kann man nicht auf Stun locken. Hast du gerade gemacht? Sag mal, hä? Was respawnt der? Neu? Oder sind das immer zwei? Ja, Stunlock-Arschloch. Oder auch nicht. Perfekt. Wieder einer? Nee. Wie geht die Moral ein bisschen aus? Oder ist vorbei? Dann bist du. Ah! Du kannst ja glücklich schätzen. Ah! Hab ich alle Kisten gefunden? Ich glaub ja. Achtung, du machst dich! War ich der? Ja, hatten wir nicht. Ein Vorbild von einem Mann. Danke. Moment mal. Hat er sich gerade bedankt? Was ist er? Ein Mädchen? Aber der Hauptmann. Hauptmann! Was? Hauptmann! Null! Nein. Okay. Nicht lustig? Nein. Null! Nein, es war nie lustig. Oh. Ping hat sich wacker geschlagen. Ganz langsam! 1-1, Donald. Ja, 1-1. Und 1-1, Goofy. Gut. Ich lasse ihn in meiner Einheit beitreten. Aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem echten Soldaten hat. Oder Soldatin? Warum nicht? Ja, gut, Sora. Ich finde schon noch einen Weg, mich mit dem Hauptmann zu beweisen. Ich brauche nur die Gelegenheit dazu. Die Einstellung lobe ich mir, Ping. Jawohl! 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 Hi. Immer weiter so, Ping. Danke. Meine die Gespräche. Das war jetzt echt notwendig, oder? Es war absolut unnötig, diese Einblendung noch. Ich will der Drache sein. Alles gut, Mädchen. Hier hast du deine Gelegenheit. Ich habe da gerade diesen üblen Kerl gesehen. Das war ganz sicher Shan Yun. Yu. Shan Yu? Böse. Das ist der Anführer der Hunnenarmee. Oh nein, die Hunnen kommen. Das müssen wir dem Hauptmann berichten. Oder wir fangen ihn. Genau. Moment. Lass uns alle mal unsere Köpfe benutzen. Benutzt ihr sie? Schon dabei? Gut, also, warum sind wir hier? Doch wohl um den Hauptmann Mulans, meine Pings, Talente aufzuzeigen und ihre Familie Ruhm und Ehre einzubringen. Genau. War das das Ziel? Also, okay. Lass uns Shan Yu auf eigene Faust suchen gehen. Und wer weiß, mit etwas Glück können wir ihn vielleicht sogar endgültig abservieren. Obwohl wir uns auch schon unsere Lobbeeren verdienen, wenn wir ihn nur aufspielen. Davon wird der Hauptmann Muskelprotz einfach Notiz machen müssen. Nachdenken. Gut, lass uns gehen. Wir helfen gerne mit. Wir machen sowieso einfach jeden Scheiß, genau. Der weiterbringt.
Dann kann's ja jetzt rund gehen. Chanyu ist in einer Höhle außerhalb des Dorfs. In dieser Höhle außerhalb des Dorfs? Oh. Mhm. Wann kommt der das Drache Dorf mit? Wir könnten einen mächtigen Drachen durchaus gebrauchen. Bei unserem Kampf. Also, was ist jetzt nicht euer Ernst jetzt? Dankeschön. Das ist ein Herzteil. Nein, das war ein Puzzleteil. Da stand ein Herzteil dran. Verstand's? Ich hab dich gelesen. Ja. Finden noch drei weitere für einen Herzcontainer. Ich glaube, du verarschst mich. Ach ja, dann heb doch noch eins auf. Okay. Da stand erwachen. Beim anderen stand echt Herz dran. Oh. War ein Herz. Erwachen-Teil. Das andere war ein Herzteil. Oh. Sind noch mehr? Teil. Wirst du nicht glauben, ich habe tatsächlich nicht die Puzzleteile im Kopf. Ich glaube ja nicht. Wir speichern aber einmal. Ja, und im nächsten Part beenden wir den Hundenkönig. Ui. Der wollte aber ganz weit runter. Also würde ich sagen, geht die Höhle hinten? Sieht das cool aus, ja, nicht reingehen. Ja, wir beenden den Part, definitiv. Ja, und im nächsten Part beenden wir den Hundenkönig. Auf eigene Faust. Ja, sowas geht ja immer gut aus. Auf eigene Faust. Ja, auf eigenen Schlüssel. In dem Fall ja. Was hat Donald gerade gemacht? Alles klar! Hast du gesehen? Ja, er ist super hochgesprungen. Mach das doch mal. Spring! Ach, okay. Egal. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt ein Abo und ein Like und ein Kommentar. Und da oben ist noch eins. Ja, dann hol das mal fix. Ich komme da nicht hoch. Komme ich niemals hoch, hä? Naja, irgendwann wirst du hochkommen. Irgendwann komme ich bestimmt da hoch. Ja, und ja, bis dahin. Ciao. Und denkt daran, bedankt euch bei eurem Schutzwächter Drachen. Regelmäßig. Genau, regelmäßig. Und verbockt ihn nicht an irgendwelche anderen. Tschüss. Tschüss.